Ich sage euch jetzt mal, was ich wirklich auf den Tod hasse. Das ist, ich buche etwas und ich komme dann irgendwo an und es passiert nichts. Genau, das ist wirklich, also das hasse ich. Da werde ich irrsinnig und da wird der Hon, na gut, da kann er ein bisschen saurer werden. Ich meine, der Hon wird ja nicht böse, aber eben direkt und dann auch. Ja, wo ich dann sage, das muss eigentlich nicht sein. Ich habe das Thema mir Blacklane und ich meine grundsätzlich eine gute Einrichtung. Das kann man nicht anders sagen. Da hat man eine App, da bucht man einen Fahrer und dann kommt der zwischen, sagen wir mal, Deutschland 30 bis 100 €. In Amerika fängt das immer bei $100 an. Man verlässt sich ja auf diese Chauffeurdienste, weil sie eben erstmal einen guten Service zum größten Teil eben machen. Aber es kann eben auch mal passieren, dass es nach hinten losgeht. Und wenn es dann nach hinten losgeht, dann geht es immer ganz richtig nach hinten los. So aktuell bei mir, bei einem Beispiel. Ich habe einen Flug, dementsprechend alles klar, und buche die Blacklane in Amerika, also USA, und sage, okay, da will ich abgeholt werden. Ich gucke da rein, kostet vom Flughafen zum Hotel 140 €. Also buche ich das und, beziehungsweise Dollar sind ja Dollar alles, und habe dann gesagt, dann habe ich wenigstens die Gewährleistung. Wenn ich da ankomme, steht da einer nett mit einem kleinen Kärtchen und sagt: Der Horn, du bist zu mir. Hierüber, ich bring dich ins Hotel. Das hat wirklich, also zu 99, naja, zu 95% geklappt. Es gab immer mal Probleme. Corona ist ja noch so ein bisschen am Laufen, wird wahrscheinlich uns auch ein Leben lang weiterhin begleiten. Aber dass man jetzt immer so alles auf Corona schiebt, das ist so ein bisschen, also ich sag mal, ist ein bisschen No-Go, oder? Und darum habe ich jetzt ein aktuelles Beispiel, was das Thema Blacklane-Chauffeurdienst anbelangt, die ja auch werbetechnisch sagen, bei uns alles toll und alles ist infiziert und alles großartig und so, ja. Also von der Seite habe ich mich auch jetzt in Amerika drauf verlassen. Und ich meine, ich habe die in Dubai gebucht, ich buche die in Deutschland, ich buche die in England, wo auch immer. Und die sind wirklich zuverlässig. Wenn ich an Dubai denke, da war das ja auch so. Da ist ja keiner gekommen oder ich konnte keinen buchen. So, ich konnte noch nicht mal den Dienst in Dubai buchen, weil die einfach voll waren. Ich meine, das gibt es natürlich auch. Okay, aber dann weiß ich Bescheid. Aber ich finde das Schlimmste, das habe ich euch ja gerade gesagt am Anfang, das Schlimmste ist, wenn ich etwas buche, ich bekomme es bestätigt und dann passiert nichts. Du kommst also am Flughafen an, wie ich in Amerika, fliege nach Amerika und komme am Flughafen an und was ist? Keiner da. Also gucke ich nach den anderen Chauffeurdiensten, die haben alle so ein Schildchen. Ich sage, The Black Lane, wo ist denn der Service? Steht der irgendwo? Nee, der müsste dann hierher kommen. Also habe ich mal geguckt, ob er vielleicht an einer zweiten Geschichte rauskommen könnte. Ich bin G rausgekommen, vielleicht ist er bei D. Also bin ich mal rüber nach D, habe mal geguckt, auch keiner da. Komme zurück, auch keiner da. Habe ich gedacht, okay, also ich warte maximal eine Stunde. Mehr kann ich nicht warten. Also 30 Minuten ist schon okay, aber eine Stunde ist schon Wahnsinn. Da bin ich schon auf 350. Habe also noch eine SMS geschickt. Ich habe gehört, aha, jetzt kommt eine Info. Man weiß ja immer nicht, ob das Handy funktioniert, ob das Internet geht. Es kam auf jeden Fall eine Info an. Der Chauffeurdienst wäre da, also verspätete SMS, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Und der Chauffeur wäre, ja, also da, wo verabredet, also am Ausgang. Okay. Ich also nochmal da wieder zurück zu G, habe also geguckt, keiner da. Bei J ist keiner da. Ich habe dann versucht, die irgendwie anzurufen, habe ich da angerufen und dann nimmt einer ab und sagt so irgendwie: Ja, das, nee, klappt nicht, kann nicht kommen. Da habe ich gedacht, komm mal da. Ich meine, was da sein kann, ist, dass der Corona hat. Ist mein auch möglich, da kann er natürlich nicht kommen. Dann haben sie versucht, anscheinend einen anderen zu finden. Und das hat aber auch irgendwie nicht geklappt. Und dann kommt eben keiner. Also habe ich dann ein Taxi genommen und bin gefahren. Und die Entschuldigung, die dann nachher kam, also ich muss das wirklich, muss ich immer unbedingt vorlesen. Also wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die dadurch entstanden sind, dass Sie nicht von Ihrem Chauffeur Ihrer Buchung abgeholt wurden. Aufgrund einer Notsituation. Guck mal, ich sag ja, also es könnte natürlich auch sein, dass der Corona habe, ne? Also ich meine, möglich ist alles. Konnte Ihr Chauffeur diese Fahrt nicht absolvieren? Im Namen unseres Teams hier bei Blacklane entschuldigen wir uns aufrichtig, dass wir für den Chauffeurservice heute nicht wie erwartet den anbieten konnten. Tja. Naja, das nimmt man dann erstmal so zur Kenntnis, ne? Wir haben alles möglich versucht, um diesen Service mit einem Ersatzfahrer zu erfüllen, konnten aber leider keine Lösung finden. Ich kann sehen, dass unser Team bei jedem Partner in der Umgebung nachgesehen hat. Naja, es gibt ja eigentlich in Amerika recht viele Partner, ne? Ich meine, man hätte wahrscheinlich schon irgendwie eine Lösung finden können, aber
wenn natürlich kurzfristig ein Fahrer abspringt. Und das ist eben das Problem und das System, da kommen wir wieder zum Thema, das System Blacklane. Das heißt, es ist ja nur ein Buchungssystem. Wir buchen dort ja nicht bei einem etablierten Chauffeurdienst, sondern das ist wie Uber im Endeffekt. Ja, eine etwas höher gestellte Kategorie, etwas eben luxuriöser als Uber. Und bevor man eben Uber bucht, bucht man eben Blacklane. Und so muss man sich das vorstellen. Es ist ja nur eine App, da sind ein paar Mitarbeiter, wenn überhaupt, der Rest macht die KI, kriegst automatische Antworten etc. Und wenn dann eben keiner kommt, weil von den Diensten, die das anbieten, dort die eingeloggt sind und eben auch wie bei Amazon, sage ich mal auch so, ne? Wenn dann eben derjenige das Produkt nicht liefert, dann stehst du eben da. Also das muss man einfach wissen und deswegen finde ich, ist es ein Klartext wert, dass man das mal kurz beleuchtet für alle, die das nicht gewusst haben, wie das Thema eben mit dieser Blacklane-Geschichte zusammenhängt. Denkt bitte daran, es gibt dafür keine Bestätigung. Und so wie das eben jetzt hier auch beschrieben wurde, also so wie die Antwort kam, es fand ich ja schon wieder auf der einen Seite gut, weil sie sehr ehrlich geantwortet haben. Ja? Sie konnten also keinen Fahrer finden. Und darum haben wir sie kontaktiert, das stimmt, die haben mich kontaktiert. Aber ich habe ja nochmal gesagt, wenn man irgendwo im Ausland ankommt, muss ja auch immer erstmal das Telefonsystem funktionieren. Dann dauert es immer eine ganze Zeit, bis diese SMS und die Nachrichten etc. zu einem gelangen. Also deswegen war man gut eine halbe Stunde war ich da, bis dann die Telefonnachrichten kamen, war dann eben eine halbe Stunde rum. Dann habe ich gesehen, die Nachricht ist da, aber ich konnte eben dort niemanden erreichen. Dann habe ich jemanden erreicht und in diesem Moment sagte der eben irgendwelche komischen Dinge. Hat sich auch gar nicht richtig ausgesprochen, der sprach eher Spanisch als Englisch. Da habe ich dann gedacht, okay, das wird nichts. Ich entscheide einfach und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Tipp. Also 30 Minuten warten ist das Mindeste. Wer eine Stunde wartet, also ich warte dann schon mal, weil ich denke, okay, dann werde ich wenigstens ordentlich dahin gebracht und die Taxiservice in Amerika sind ja auch wirklich scheiße. Sorry für Scheiß, aber so ist es, die sind wirklich schlecht. Also habe ich gesagt, ich warte maximal eine Stunde, dann habe ich dann auch die Uhrzeit fotografiert, ich habe noch eine SMS geschickt, weil ich per E-Mail nicht erreichbar war, dass ich jetzt ein Taxi nehme, so dass die wissen, ich nehme jetzt ein Taxi und für mich ist die Buchung, weil, das muss man ja auch bedenken, es kann immer sein, dass die einem dann anschließend eine Rechnung schicken und dann muss man, ich weiß nicht, im Notfall sogar mit Anwalt dagegen angehen. Oder es dauert eben wie bei manchen US-Hotels, die buchen ja auch einfach ab und bis du das Geld hast, dauert 4 Wochen. Und im Moment müssen wir sowieso um Geld vorsichtig sein, weil wenn das Geld abgebucht ist und weg ist, wissen wir nicht, ob wir es wirklich wiederkriegen, weil wenn das Hotel oder der Fahrservice oder wie auch immer pleite ist, gerade wegen Corona, ist das Geld weg. Also man muss vorsichtiger und sensibler sein und man muss ganz bewusst und ordentlich reagieren, damit diese Dinge auch funktionieren. So, was haben die noch geschrieben? So haben wir uns also Zeit genommen, eine E-Mail geschickt. Das ist natürlich etwas, das wir keinem unserer Gäste wünschen, aber von Zeit zu Zeit müssen wir unsere Gäste über diese enttäuschende Situation informieren. Wir werden diese Angelegenheit weiter untersuchen. Ich habe das jetzt mal als aktuelles Thema, weil es mal vorkommen kann. Auch deswegen habe ich ein Video gemacht, damit man weiß, diese Dinge entstehen und diese Dinge sind möglich. Und Blacklane ist kein direkter Chauffeur, sondern nur ein Chauffeurdienst, eine App, eine KI, wo 2, 3 Leutchen weltweit arbeiten und die sich bedienen und die uns etwas vermitteln. Fahrer aus dem jeweiligen Land. Also wie Uber. Nichts anderes. Wie eine Taxi-App. Wie sowas. Und das muss man einfach wissen. Und wenn man das weiß, dann kann man vielleicht, und deswegen ist es wichtig, ich kann nur vorschlagen und mein Rat, man sucht sich einfach noch eine zweite Geschichte. Man muss sich noch 2, 3 Möglichkeiten für die Länder suchen, wenn man dort chauffeurtechnisch drauf angewiesen ist, damit man, so wie bei Leihwagen, so wie bei Taxen, wie auch immer, nicht auf die so angewiesen ist, dass es im Fall des Falles, dass man nicht weiterkommt. Denn ich meine, das wäre die Dramatik, dass man dann wirklich einfach nicht weiterkommt, weil auch Notstand an Taxen ist oder sonst was. Und wir haben momentan Notstand. Wir haben Notstand an Taxen in Deutschland, Europa und weltweit und speziell in Amerika. Durch diese ganze Uberisierung sind die Taxen viele pleite gegangen und können nicht mehr diese Massenqualität anbieten, wie das vorher war. Früher gab es an jeder Ecke ein Taxi, das ist vorbei. Weil viele eben Uber buchen, das alles über die App steuern und dadurch natürlich die Problematik da ist, dass Menschen, die keine Apps haben und die nicht permanent mit dem Internet verbunden sind, dass die darunter leiden. Also auch der Hon, weil ich nicht permanent diese Dinge mitmache und auch nicht jede App auch mit bei mir auf dem Handy mittrage, weil ich sage, ich will ja auch eine gewisse Qualität und bei Uber und Co. habe ich diese Qualität nicht. Bei Blacklane muss ich sagen, bisher war das so. Dieses Mal, das verzeihe ich Ihnen, aber ich würde sagen, das sollte eine Ausnahmesituation gewesen sein und es ist ein absolutes Was? No-Go. Ist ein Go. Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Hon und weiterempfehlen.
Absolut Random.